1, 2, 1, 2, 3. Geht auf, jetzt geht's sehr gut. So, bitte Vorsicht. Und ein herzliches Grüß Gott hier herum. Am Dienstag, am Feiertag in Österreich, am Barbarahof, bei der schönen Barbara und beim schönsten Wetter mit den neuen alten Gigolos. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir sind heute in neuer Formation, wir sind nagelneu. Wir haben sogar fast noch das Preisschädel am Bugel hinten drum. Frisch angestappt, die Plastikfolie angerissen. Genau, uns gefreut es, dass wir da spielen dürfen, die nächsten 9 bis 10 Stunden, haben wir gesagt. Solange wir halt die Sonne hält. Ja? Und du, Rene, da bleibt die Sonne, wenn wir spielen. Ja, genau. So schaut's aus. Und als Kurzinformation, die Gigolos habt ihr wahrscheinlich vorher schon kennt. Das war ja der Goldbäder und der Eisel Manfred, zwei gewaltige Vollblattmusiker und natürlich hier der Hausherr, der Vierdaler. Sepp, mal ganz einen kräftigen Applaus für uns an Sepp. Grüß dich, Harvey, Terry. Ihr war Blut, Vollblut.
Genau, und aus privaten oder Altersgründen haben die uns zwar gesagt, es tut nicht mehr so ganz so. Jetzt hat der Sepp gesagt, was tun wir denn, bevor er daheim bleiben muss, das ganze Jahr, er möchte einfach ab und zu aussehen. Hat er gesagt, einen Christian hat er schon kennt, wie wir ihn noch kennenlernen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt tun wir uns zusammen, machen wir das weiter unter die Gigolos. Und das ist heute tatsächlich, wir haben noch nie so einen guten Auftritt gehabt und so viel Applaus am Anfang, weil das der erste Auftritt überhaupt ist. Genau, so. Wir leben vom Applaus. Reini, wir werden uns noch kennenlernen, ich bin überzeugt davon. Genau. Und wir machen jetzt ein bisschen dahin, so ein bisschen volkstümlich, ein bisschen bayerische Oberkrainer Musik. Und wenn es gut ist, dann gehen wir später natürlich noch eine, also zwei Stunden heraus. Und dann machen wir drinnen dann ein bisschen moderne Musik, Partymusik, Schmuse, Kuschelsongs, alles was man halt daheim nicht hat oder so. Einfach. Ja. Wir wünschen euch einen schönen, gemütlichen Nachmittag und als allererstes darf ich mal sagen, ganz einen kräftigen Applaus für die Wirtsleute da herum am Barbarahof. Für die Barbara und für den Alois. Die es möglich gemacht haben. Für unseren Filmmeister darf man nicht vergessen, auch, gell? Der Hansi. Genau, der ist ja bekannt, gell, von Film und Fernsehen, Polizei von Contessa Film. Red Bull, ja. Servus TV, Mediahaus. Der zeichnet auf, und genau, ganz eine wichtige Sache, wir werden die Videos dann natürlich veröffentlichen, wenn einer was dagegen hat. Der Hans, weißt du, oder? Hans, ja. Der Hans hat so schwarze Balken dabei, wenn einer nicht erkannt werden möchte, das könnt ihr euch dann vorne hinheben. Das ist ein schwarzes Lehrbandl. Das ist für die Leute, die nicht mit der eigenen Frau da sind, gell? So, aber genug Schmankrit. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Wir packen gleich eine schneidige Polka. Grüß dich Gott, Frau Wirte, das ist für unsere Barbara, Barbara. Ja. In es du, darf ich sagen, oder? Passt das? Are you ready? Ein Glas allein, hol aus deinem Keller deinen besten Wein. Ich bin immer durstig, bin ein Musikant, zieh mit der Gitarre durch das ganze Land. Ich bin immer durstig, bin ein Musikant, zieh mit der Gitarre durch das ganze Land. Auf geht's! Danke sehr für den Applaus, das war für die Wirtin. Da müssen wir ein paar Ehrengäste begrüßen. Ja. Ganz brutal freut es uns, dass seine Frau mit ihm da ist, mit dem Bauer Franz. Der ist unten aus. Wahnsinn. Bad Ischl heißt das, glaube ich, oder? In der Nacht. Die junge Alte. Bad Ischl, oder? Gmunden. Gmunden, ja, war bloß ein Test, ob ihr wisst, was daheim seid. In Gmunden hat sie empfunden. Und dann ist noch einer da ganz weit angereist aus Osttirol. Ja, ein ganz junger, alter Spezi, der Shaker Schorsch. Selber ganz ein brutaler Musiker, mal einen Applaus für unseren Shaker Schorsch. Ja, oh. Von Osttirol ist er. Ist eh nicht weit, gell, ein bisschen laufen von. Na, Richard, na, schau nicht um mich. Rechts, schaut. Acht. Dankeschön.
Alles das gehört, gell, dass unsere Stimme ziemlich bei der ist. Ja, ist langgeschlagen von Bodling. Bist du bei dir? Wahnsinn. Rüschel. Schwachhandel, ja. Wir machen es, wir teilen uns diese Weile brüderlich auf. Brüderlein fein. Dankeschön. So, wir danken uns recht herzlich bei unserem Wirst von Alois Rettenbacher, Wirst von Bavarerhof, für die gewaltige Idee. Wir haben was Musik, Alkohol erzeugt, wir haben ein Rüscherl erzeugt. Kennt ihr so ein Rüscherl? Ja, was ist das? Ja, danke schön, die Dame. Sepp, das ist der Jahrgang, der kennt das noch. Genau, der, das ist genau sitzt, das, ja. Die junge Alte kennt das. Die junge Alte kennt das. Red's nicht so lange, machen wir Prosit. Ja, genau, in F, gell, in F, du. Ja. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prost. Prost. Dankeschön, alles. Ein Trinkspruch. Am Bärigen. Ja, am Bärigen. Wo früher meine Leber war, ist jetzt eine Minibar. Prost. Wie heißt es aber so? Leberduckte, es kommt wieder ein Blansch. So gewaltig, oder? Kurze Umfrage, wem ist es zu laut, Handy hoch? Wem ist es zu leise, Handy hoch? Wem ist es wurscht, Handy hoch? Ja, genau, haben wir es eh schon. Wer ist mit seiner Frau da, Handy hoch? Heute am Feiertag, was ist überhaupt für Feiertag heute? Nationalfeiertag. Was? National. Wer war das, der National? Ja, das ist der Peter National. So, ein schöner Holz haben wir gebracht, frisch aus Oberkrein. Regenbogen über, wie heißt das, wo wir sind? Werfen Wengdrein. Werfen Wengdrein. Reimsee. Are you ready, Gustav? Ja, da, da. Ja, da, da. Ja, da, da. Jetzt ist jetzt sonst wieder los. Ja, da, da. Yay!
Regenbogen überwerfen Wengen und wir begrüßen recht herzlich meine Nachbarn, die Bertha und den Josche, recht herzlich willkommen. Entschuldigung, dass wir pünktlich angefangen haben, gell? Entschuldigung. Pünktlich spät angefangen haben wir. So, unser Sepp ist ja multi-instrumental. Und jetzt packt er sein Bariton aus, Lechner Bariton, gell? Haben sie rausgeschnitten? Das sind würde Hund. Das sind der würde Hund. Tesla oder was ist das? Tesla. Mama, ja, so, das Song, das ist eines, das ist das berühmteste Stück vom Schlauchboot auswendig, Entschuldigung, Slauko auswendig, und zwar das Trompeten-Echo. Are you ready? Wurscht, ne? Ja, du, es ist ja wurscht. Was ist da anfangen, was? Ja, ich oder du, einer von uns zwei. Alles, was der Unglaubte Septo kennt, da muss ich aussagen. Ein Wahnsinn. So, wie gefällt es euch denn bis jetzt? Ha? Es schreit noch keiner. Wie gefällt es euch denn bis jetzt? Dankeschön, weil wir waren mit dem Programm durch jetzt. Jetzt fahren wir wieder von vorne, aber jetzt kennt ihr es eh nicht. Haben wir schöner Holzer, ne? Die nächsten, was wir begrüßen dürfen, mein Sohn mit seiner Schwiegertochter, sein Chef und seinen Arbeitskollegen und natürlich meine zwei bezaubernden Enkel. An Christian und an Bernhard, der hat schon runtergeschrien, gell? Sauber gearbeitet. Ich bin bemüht, gell? Ich bin sehr bemüht. So, wir machen einen schönen Walzer vom
Slaukausenig, wir sind ja Oberkrainer Fans alle drei. Der Slauk hat ja wahnsinnig tolle Melodien gespielt und wir freuen uns, dass wir die nachher spielen dürfen oder probieren. Und es gibt ein schönes Liedl, das Echolied der Dolomiten. Was wir vergessen haben, es ist natürlich, Tanzen ist auch erlaubt, weil wir zuerst am Klo ein paar Mandel gefragt haben, die haben ja bei ganz tanznarisch. Und ich habe gesagt, dürfen wir denn da schon auch gewiss tanzen? Ich habe gesagt, ja, keine Angst, ihr dürft sofort tanzen, also da hinten war die Tanzflächen. Braucht ihr euch nicht zurückhalten. Ja. Das ist kein Hubschrauberlandeplatz, das ist eine Tanzfläche. Das Echolied der Dolomiten. Bravo. So, wunderbar, da die Song. Ganz brutal. Uns gefreut es ja so, wie gesagt, in Deutschland müssen sie alle arbeiten und wir dürfen doch rein sein. Am gemütlichen Nachmittag da auf. Wie hoch haben wir denn da? 2000? Nein, 900. Na, 1000 Meter. Nein, falsch. Was? Im dritten Stock 1000 Meter, da können wir nachher nachwerfen. Nein, das geht sich nicht aus, weil er hat sicher keine Sauerstoffzündung. So, bitte aufpassen, bevor die Schickelos mit der Spülung anfangen. Recht herzlich begrüßen möchte unsere Nachbarn, die Katharina und den Sepp vom Liftstüberl Zogler auf Grissing. Recht herzlichen Dank. Entschuldigung, dass wir auch wieder pünktlich angefangen haben. Gell? Dankeschön fürs Kommen. Aber sie haben noch ein bisschen nachschlafen müssen. Nachmittag ist ja da ein Feiertag. Wo es ein bisschen da rost am Divan, am Kochofen und so. Und für die zwei, wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Ich schenk dir Rosen dort beim Märchen und leise Frieden. Auf meine Fragen bist du mir.
wieder zurück. Ich seh die Sterne in weiter Ferne und denk an dich, willst du, wie ich auch so Sehnsucht habe, dass wir gemeinsam ein neuer Anfang. Unsere Frauen auch gesagt, die Antwort steht noch offen. Komm mal, dann machen wir lieber den Dings. Gib die Kreuz. So, wir kommen ja weit umeinander. Und der Sepp, das kann ich ja sagen, seine Frau wusste nicht, das war vor seiner Frau, seiner Zeit. Der Sepp hat ja früher sicher einen Biss gehabt, einen sicheren Zug bei den Damen. Nur einmal so eine Schwarze gehabt, eine ganz rassige. Das war die Monika, also die war brutal. Gell? Der Sepp ist ganz zusammengefallen, weil die direkt. Die Monika, ja, aus Namibia war das. Ja. Und die war eine Friseurin, also Haarschneiderin. Und der Sepp hat sich auf Dauer nicht gepackt. Das hat er dann lassen, aber wir haben ein schönes Liedl für die gemacht. Also das heißt, hat Monika geheißen und war Friseurin, drum handelt das Lied von der Monika und natürlich von den Haaren. Und das Liedl heißt, ich höre so gern Harmonika. Das machen wir jetzt. Und da möchte ich dazu sagen, ein Solo-Bravour-Stück für Harmonika. Und natürlich wird das dargeboten von unserem sensationellen Harmonikaspieler vom Turbo Reini. Werbung in eigener Sache auf der Alpengold Harmonika, gell? Schauen wir mal, oder? Thank you.
Unser René, fantastisch. Auf seiner alten Goldharmonika. Danke sehr für einen Applaus. Wann geht es hier noch aus? Herzlichen Applaus von unserem Zeppelmeier für unseren. Das war, ich höre so gern Harmonika. Ich höre so gern Harmonika. Oh, Camille de Incoet. Dankeschön. Bauer Franz und seine junge Alte, fantastisch. Muttis Kaffee! Bester Depper! Max! So gut gehalten! René, der kennt dich, du kriegst gleich eine große Lok Kaffee. Vorher ganz ein normaler Fächer noch. Alles. So, wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Musikkollegen, beim Bauer Franz mit seiner jungen Alten für diese Runde zweimal Kräuter Kamillentee und Kaffee verlängert. Verlängerter ein Frauentraum. So, und wir singen in F-Dur wieder. Das ist ganz wichtig für die Sänger, ganz wichtig für die Tänzer ist das, das ja, F-Dur. Die F-Dur, sonst kommen wir draußen vor ins Brettleben um. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Prost. Es war fast einer aus der Kirche um 10 Uhr Vormittag geworfen bin. Christian, haben wir einen Drink gesprungen auch noch da? He? Du hast dich an, gell? Neulich haben wir Halleluja gesungen. Da haben sie uns die Frauen genommen. Das Lied, das singen wir nie mehr wieder, sonst bringen sie uns es wieder, Prost. So geschert, gell. So, Hans, wie schaut's aus, unser Kameramann. Zwischendrin mal einen kräftigen Applaus. Der arbeitet sich da fast kaputt, gell. So. Der weiß schon gar nicht mehr, wie er sich hinlegen soll. Wichtig ist, der Akku nicht ausgeht, Ball Akkulage. Jetzt haben wir den nächsten Solisten in unserer Runde vorzustellen. Maes Kenzen, der hat ja Heimvorteil, aber... Jetzt lassen wir einen Sepp einen singen, aber da braucht er vorher noch einen Schluck Rüschel. Ja, das stimmt. Weil da geht's lebhoch auf mit seiner Stimme. Ja, und dann saufen wir es selber, wenn du schon so aufgibst. Auf die Gesundheit. Unser Sepp singt ein wunderbares Jodlerlied. Okay, einen Jodler. Alles danke. Danke, dass du die Luft rauslässt. Ja, ganz so spät ist es noch nicht, aber macht nichts, gell, Reini. Sensationell, spät am Abend, am Nachmittag zum Singen, das ist brutal. Ja, das ja, musst du trauen, gell? Vorne da. Das musst du trauen. Are you ready? Hola, hola,
Sagt die Frau Wimmer. Verehrten und Damen, ganz eine kurze Pause müssen wir machen, ja, weil wir nachher stimmen müssen. Ja. Instrumente, wir haben aber gleich wieder die, da. Die Sonne auf die Sorten, Katastrophe. Und wenn wir gestimmt haben, dann rachen wir und dann kommen wir wieder, gell?